Herr Abgeordneter Stadler, nach dem Justizmobbing gegen den Ex-Präsidenten Christian Wulff in Deutschland, jetzt auch Justizmobbing in Österreich. Es gab da einen Fall, dass man Sie während einer Plenarsitzung zu einer Gerichtsverhandlung geladen hatte und noch dazu einen anderen Mitangeklagten. Was ist da genau vorgefallen? Es ist ja nachher wieder geplatzt alles. Es geht um einen Vorfall, der angeblich im Jahre 2006 stattgefunden hätte. Ich hätte damals... Also Acht Jahren jetzt. Jahren, ja. Ich hätte damals angeblich den armen Heinz-Christian Strache mit den ominösen Strache-Fotos, wie er bei Wehrsportübungen abgebildet war, ich hätte ihn damit sozusagen genötigt. Das ist blanker Unsinn, das wird sich im Verfahren auch herausstellen. Zumal ja, und das möchte ich auch einmal in aller Öffentlichkeit sagen, Strache selbst die Fotos veröffentlicht hat. Die sind nicht von mir veröffentlicht worden, die wurden von Strache selbst veröffentlicht. Und zwar wenige Tage danach, im Jänner, über den ORF, in einer Absprache mit dem ORF. Das ist also der Kern des Vorwurfs. Es hat dann die Einleitung eines Strafverfahrens gegeben und das ist jetzt wird es kurios und tatsächlich zu einem Justizmobbing, in dem nämlich der leitende Oberstaatsanwalt in Wien das Buch, das zwei Autorinnen geschrieben haben über diesen Strache und über diese Vorfälle, dieses Buch hat er der Staatsanwaltschaft Wien geschickt mit der Weisung, gegen mich ein Strafverfahren einzuleiten. Im Buch würde sie schon was finden. Das ist also die Einleitung. Das heißt, also man sieht, dass das Ganze von der Justiz ausgegangen ist. Eine Anordnung von der oberen Stelle an die untere Stelle in einem angeblich unabhängigen Justizsystem. Das ist natürlich, das ist eine ganz klare Weisung gewesen. Da sieht man wieder, wie problematisch Weisungen im Justizbereich sind. Zumal dieser leitende Oberstaatsanwalt von mir vorher monatelang im Untersuchungsausschuss, in einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates ziemlich intensiv befragt wurde. Da hat die Staatsanwaltschaft keine gute Figur gemacht. Eine Racheaktion des Staatsanwalts. Ich würde das einmal nicht ausschließen. Tatsache ist, dass das jedenfalls in der österreichischen Justizgeschichte einmalig ist, dass mit einer Weisung eines leitenden Oberstaatsanwaltes, der vorher von einem Politiker befragt wurde, er dann ein Buch gegen diesen Politiker mit der Weisung an die Staatsanwaltschaft Wien weiterleitet, man soll was gegen mich unternehmen. Das ist die Einleitung gewesen. Dann ist einmal lange Zeit nichts passiert. Es hat ein Hin und Her gegeben. Im vergangenen Jahr hat dann die Auslieferung hier durch das EU-Parlament stattgefunden, damit man das in der Sache selber weitermachen kann. Dann hat es wieder monatelang gedauert, bis eine Anklage erhoben wurde. Dann ist wieder monatelang nichts geschehen. Die Anklageschrift fiel in den Wahlkampf im September. Im September, ja. Im September, im Nationalratswahlkampf, ist dann auf einmal die Anklageschrift fertiggestellt worden. Dann ist aber wieder monatelang nichts geschehen. Und erst als ich am 23. Dezember des Vorjahres meine Kandidatur für die Reformkonservativen angekündigt habe, das war ein Tag sozusagen vor Heiligabend, da ist sofort nach Weihnachten, am 8. Jänner, sofort die Ladung hinausgegangen. Also da hat man es dann auf einmal eilig gehabt, um noch vor der EU-Wahl einen Prozess zu inszenieren. Und da hatten die Damen und Herren dort leider Fehler gemacht. Die hätten nämlich einmal ins Internet reinschauen müssen, um die Sitzungstermine des EU-Parlamentes zu erfragen. Die auch im Amtsblatt Die sind im Amtsblatt ein Jahr im Voraus kundgemacht. Die sind europaweit, wenn nicht sogar weltweit abrufbar. Jeder kann sich ein Bild davon machen, wann Sitzungstermine im EU-Parlament sind. Das hätte das Gericht genauso machen können. Hat aber blöderweise natürlich ausgerechnet auf die Termine von Plenarsitzungstagen die Hauptverhandlung gelegt und dann noch den kuriosen Beschluss gefasst, und das wird also immer kurioser, dass die Teilnahme in einer Sitzung eines Parlaments kein Entschuldigungsgrund bei Gericht sei. Das ist zwar in Österreich gang und gäbe, dass das da als wichtiger Grund anerkannt wird, wo man sich für die Teilnahme an einer Hauptverhandlung entschuldigen kann, aber nicht beim Ewald Stadler. Also man sieht, innerhalb der Wiener Justiz ist eine derartige Voreingenommenheit mir gegenüber vorhanden, dass ich mir ohnehin weitere Schritte überlege. Weitere Schritte? Das würde bedeuten, dass ich schlicht und einfach verlange, dass die ganze Sache an ein unbefangenes Gericht abgetreten wird, weil im Bereich des Landesgerichtes Wien habe ich mit Sicherheit, und schon gar nicht in der Staatsanwaltschaft Wien, habe ich mit Sicherheit keine faire Behandlung zu erwarten. Mit absoluter Sicherheit nicht. Das hat sich auch hier wieder gezeigt. Nochmal zurück zu dem Strache-Buch, aus dem Sachverhalte rausgenommen wurden, ob jetzt geprüft oder ungeprüft, sei dahingestellt. Wenn ein ganzes Buch Teil der Anklageschrift oder Anklage ist und Grundlage der Anklage, müsste es dann nicht im Prozess aufgerollt und
verlesen werden? Das wird besonders eigenartig werden, weil dieser leitende Oberstaatsanwalt hat sich nicht einmal selber die Mühe gemacht, in diesem Buch irgendetwas gegen mich zu finden, sondern hat, wie gesagt, schon das ganze Buch an die Staatsanwaltschaft Wien mit der Weisung weitergeleitet, man soll was gegen mich unternehmen. Und jetzt ist das ganze Buch im Akt und ich habe die Verlesung des Aktes verlangt und damit muss das gesamte Buch mit etwa 255 Seiten im Prozess verlesen werden und mitprotokolliert werden, damit wieder mal ganz Österreich sieht, wie diese Justiz arbeitet. Also aus diesem Grunde habe ich verlangt, dass das ganze Buch verlesen wird. Also 2 Tage Prozessdauer würden da vermutlich nicht reichen, wenn man ein ganzes Buch vorlesen lässt. Es kommt darauf an, wie gut der Betreffende oder die Betreffende vorlesen kann. Wäre eine Aufgabe für Rechtspraktikanten. Das wird wahrscheinlich auch so sein, ja.